Hast du Chris Fischer gesehen? Ah, warte mal, das wollte ich mir anschauen. Stimmt, Chris Fischer. Chris Fischer hat letzte Woche ja oder vorletzte Woche war das gekämpft, ne? Und der Kampf ist tatsächlich online. Maschine, Junge. Komm, dann schauen wir uns stattdessen diesen Fight an. Chris Fischer bei Respect FC 21 gegen Cem Erdoğan. Kommentatoren habe ich auch. Die Kommentatoren muss ich auch leise machen. So. Bin mal gespannt. Was hat der Fisch in diesem Kampf abge... der Fisch. Der Fischer. Bro, Chris. Bitte, schlag mich nicht. Ich habe einfach Fisch gesagt. Was hat der Chris, wollte ich sagen, der Chris Fischer. Ey, das ist der Energy Drink. Ich sag's euch, bei mir darf man nicht zu viel Koffein reinhauen. Sobald ich Koffein getrunken habe, ich bin richtig durch einfach. Ich bin komplett durch, wenn ich Koffein-Intus habe. Egal. So, wir haben Chris Fischer hier, ja? 22 Jahre alt, kämpft gegen seinen Gegner, der gar kein Bild reingeschickt hat. 1,90 Meter ist der Chris, 1,81 Meter sein Gegner, 97 Kilogramm der Chris, 120 Kilogramm der Erdoğan. Den Chris, den kenne ich noch nicht, also nicht persönlich. Wir stehen auf Instagram in Kontakt, deswegen kennt man sich. Aber noch richtig persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Das in einem relativ jungen Alter von 2. So, Chris ist ein guter Boxer, das weiß man. Hat jetzt den Übergang ins MMA gemacht. Das ist sein Und Debüt, muss sein sagen, allererster einer, Fight. der Und jetzt schauen wir uns mal sofort an, wie gegen er sich hier geschlagen hat, ja? einen Bundesliga-Boxer den Bodenkampf Es suchen. wird jetzt hier Runde 2 eingeblendet. Also ich nehme mal an, das Sicher, ist ein Fehler und das ist jetzt natürlich links. die erste Runde. Ja, jetzt hier steht das auch wieder. Es ist die erste Runde. Beide Passt. tasten sich ein kleines bisschen ab, möchten in ihre Schlagdistanz reinfinden. Fischer hier methodisch, wie man ihn aus dem Boxen kennt, mit einer sehr, sehr tiefen Guard und die erste Führhand Ja, in die sehr Fresse gefährlich, der gelegt. Chris natürlich im Stand-up, Für ne? Fischer. Seine Hände ganz besonders als Boxer. Da muss Fischer hat einen dieser Erdoğan muss dann schauen, dass er ihn Matchs irgendwie bessere Distanz vielleicht zu gewöhnt Boden haben. bekommt, falls er selber jemand ist, der im Bodenkampf Gerade wenn gut er was aus der drauf hat. Rechtsauslage kämpft, muss Erdogan natürlich auf die lange Schön mit dem langen Ecke Jab und Schlagkraft mit von den Fischer Haken, nutzen. ja, seine Führhand ist ja die rechte, aus So, Re als der Körper Rechtsausleger trifft immer nicht sehr, sehr ganz. ekelhaft für Normalausleger. Und Fischer hier sehr selbstbewusst, wie man ihn aus dem Boxen kennt, hat die Arme unten, was natürlich auch gerade fürs MMA ein Vorteil ist, weil er dadurch einfach Ich verstehe gerade den gar nicht, warum die beschleunigten Kamera Reiz durch eben den auch Käfig besser filmt. steuern Das ist kann, wie ganz er eklig, das anzuschauen. den Takedown sucht. Durch den Käfiggitter. Aber Erdogan scheint hier noch nicht wirklich eine Antwort auf die Aktion von Fischer gefunden zu haben. Bewegt sich hier gut. Wird hier wieder das Oh! Sidekick in den Käfig reingedrückt. Schöne Aktion hier von Fischer. Der es sich hier mal erlaubt, während dem Kampf einen Blick auf die Uhr zu riskieren. Scheint sich hier also nicht gefährdet zu fühlen mit einem Gegner im Oktagon. Und da kommt wieder die lange Linke von Fischer Schöne durch. Hand! Oh! Die hat Oh, gut geknallt. Ja, schade, dass man die den nur aus diesem Haken Winkel gesehen gezogen. hat. Ein anderer Blickwinkel wäre auf jeden Fall besser Der gewesen. Der Haken Headkick! geblockt von Erdogan. Defensiv gar nicht schlecht, was Erdogan hier macht. Blockt die Aktion von Fischer hier soweit ganz gut, aber hat selber noch nicht die richtigen offensiven Akzente gefunden. Gut, jetzt unterschätzt den Gegner jetzt auf jeden Fall nicht, nur weil er ein bisschen kräftiger ist, Freunde. Ne? Wir haben es jetzt Schöner schon Konter. in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen. Nur der Körperbau sagt jetzt nicht allzu viel aus. Ja. Fischer Andy aus, Ruiz haben wir gesehen, weiter Tyson rein, Fury haben wir Gegner gesehen. kurz Es gibt geschlagen, einige jetzt Leute, die noch sehr mal kräftig einer gebaut sind und trotzdem sehr, sehr gut Haken kämpfen können. und Der hat sich schon eine miese ist Linke er wieder gerade drin. kassiert und dann direkt hinterher den Was Headkick. mich überrascht, Hat ist, er dass aber er gut seine genommen, also Boxkünste Nehmerqualitäten mit hat er auf diesen jeden Fall. High-Kicks so mir nichts, dir nichts hochziehen kann. Denn gerade bei Boxern, die ihre Füße immer fest auf dem Boden halten, kennt man sowas nicht, aber er scheint hier schon fast akrobatische Einlagen hier mit seinen Beintechniken zu geben, selbst mit dem Spinning Hook Kick zum Kopf. Also hat hier wirklich gar keine Probleme, seinem Gegner auch mit Beintechniken zuzusetzen. Oh, jetzt geht's Und in da den fällt sich Boden. hier an dem Da war der Takedown Takedown. Mal Jimmy sehen, was Lee. dieser Cem drauf hat. Schön Aber hier Chris gehalten verteidigt von die jetzt hier Fischer. richtig gut. In Der hat, den sehr letzten gut Sekunden gemacht. des Kampfes wird es nochmal spannend. Takedown Defense. Hat er gut getrainiert. Ja, der weiß, was Erdogan Sache ist. Runde Er ist der Nummer Stand-Up-Fighter. 1. Er ist der Boxer. Er muss im Stand bleiben, darf sich nicht runterholen lassen. Hat er gut gemacht. Hat den Takedown sehr, sehr gut verteidigt. Ja, der war mal in dem Hood Fight Respect Sicherheit of hier Streets ganz. Video. Da hat er geboxt Erdogan in der klassischen Linksauslage. Fischer mit dem in anderen der Boxer da. Runde.
des Käfigs. Boxtechnisch hat der Cem halt auf jeden Fall gar keine Chance gerade. Da ist der Chris ein viel zu erfahrener Boxer. Hat das Ganze aus der Distanz heraus immer sehr, sehr gut im Griff. Steht unmittelbar in seiner eigenen Distanz. Geht kurz rein, trifft und dann geht er sofort wieder raus. Gerade so, als würde er hier den Versuch eines Takedowns wagen, sondern hat, glaube ich, sehr viel Spaß mit seinem Gegner im Stand und fühlt sich hier wohl in seiner Schlag- und Kickdistanz. Ja, kurzer Frontkick hier, tiefmäßig. Und wieder die langen Hände. Wie gesagt, wenig offensiv, da muss ein bisschen mehr kommen. Da muss ein bisschen mehr kommen. Und da kommt wieder ein Spinning Backkick von Fischer zum Körper von Erdogan. Fischer findet hier seine Distanz sehr, sehr gut. Okay, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Er schießt für den Takedown ganz verzweifelt, hebelt ihn jetzt hoch. Kann er das verteidigen? Chris mit dem Rücken am Cage. Schafft immer noch, sich aufrecht zu halten. Jetzt hat er einen tiefen Griff in den Oberschenkel von Fischer. Schafft das hier an den Boden zu holen. Zumindest ist es schon mal zermürbend. Wie gesagt, wenn man hier die Schulter des Gegners in den Bauch oder auf den Atemweg gedrückt bekommt. Den Referee habe ich noch. Hey, richtig. Wo ist da der Referee? Haben die überhaupt keinen Referee oder was? Ich habe da noch gar keinen einzigen im Ring gesehen. Und der versucht es nochmal nach. Der Takedown ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ah, da hier. Jetzt ist da der Ringrichter mal kurz da ins Bild reinspaziert. Ja, der Mann hält sich anscheinend ein bisschen bedeckt. Der ist undercover unterwegs. Die Frau weiß wahrscheinlich gerade nicht, wo er ist. Ja, der hat einfach gesagt, ich gehe kurz einkaufen und ist jetzt dort einfach der Ringrichter. Will nicht, dass die Frau ihn entdeckt in dem Video, dass er da keine Probleme bekommt. Was? Ich hätte Fischer irgendwie krasser eingeschätzt, dennoch gute Leistung. Naja, ihr dürft ja nicht vergessen, ne, der Chris ist Boxer gewesen, das ist sein MMA-Debüt. Der hat, glaube ich, auch keine MMA-Amateurkämpfe oder irgendwas gemacht, sondern ist halt direkt hier Kopfsprung in die Profis reingegangen, wenn ich mich nicht täusche. Macht auch noch nicht allzu lange MMA. Deswegen ist es schon auch ein deutlicher Umstieg, als reiner Boxer ins MMA zu gehen. Aber auch hier wieder gut verteidigt. Sehr, sehr gut gemacht. Hat die Guillotine. Und da hat der Cem echt Glück gehabt, glaube ich, weil der hatte die Guillotine und da war genau da die Runde vorbei. Aber wir könnten auf jeden Fall bis jetzt sehen, dass er eine ganz gute Defense hat. Setzen konnte, muss Erdogan hier jetzt ein bisschen aufs Gas drücken. Und da kommt eine lange Linke von Fischer ins Ziel. Und die hat gesessen. Schöne Hand! Jetzt hat der Blut geleckt. Das ist natürlich gefährlich. Kampf wurde abgebrochen. Hey, was war das? Kampf wird abgebrochen. Die hat gesessen von Fischer ins Ziel. Uff, da hat einen mächtigen Uppercut kassiert. Jetzt hat der Blut und da ist das Handtuch geflogen. Gefährlich. Kampf wurde abgebrochen. Kampf wird abgebrochen. Okay, also das war auf jeden Fall. War ein bisschen früh, oder nicht? Also ich meine, er sah jetzt noch nicht irgendwie extrem angeschlagen aus. Oder war irgendwie hardcore am Wackeln. Ja, der hat hier einen guten Treffer kassiert mit diesem einen Uppercut. Und da kommt eine lange hier. Linke von Fischer ins Ziel. Boom. Aber ansonsten war doch da nicht mehr irgendwas hinterher und er hat gleich das Handtuch geworfen. Also ich bin natürlich dafür, dass man das Handtuch wirft, wenn einer irgendwie angeschlagen, wenn er verletzt ist und so. Wenn man sieht, okay, es macht keinen Sinn. Aber ich finde, das war ein bisschen frühzeitig. Und die hat gesessen. Jetzt hat der Blut geleckt. Das ist natürlich gefährlich. Kampf ja. Wurde abgebrochen. Komisch. Kampf wird abgebrochen. Team aus der Rot- Trotzdem, auf jeden Fall ein Glückwunsch an den Chris. Erstmal hier Flickflack, Salto rückwärts hingelegt. Athletischer Typ. Glückwunsch an den Chris für den Sieg, ja? Feier, ich bin mal gespannt. Ich habe sogar mitbekommen, ich glaube, der Chris will irgendwann sogar gegen Smolik kämpfen.
Wäre doch interessant. Boxtechnisch würde er Smolik komplett zerstören. Frage ist, was Bodenkampf angeht, ne? Aber Boxen, keine Chance.